La 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 la. Rein da. So, wieso findest du keine Kasse? So, gut, Schrecks. Nächste Ziel erreicht. Was brauche ich denn jetzt als nächstes? Taxi, ich brauche hier ein Taxi. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Oh, Schnellrestaurant macht endlich mal Gewinn. Ach so, ich wollte die Innenausstattung. Jetzt weiß ich. Ich wollte ein paar Lautsprecher. Sehr schön, nicht. Taxi, wo bist du? Da. Taxi, komm, fahr. 29 Dollars. So. Was haben wir sonst noch? Innenausstattung. Was bräuchten wir noch? Möbel, Tische, Mülleimer, Lautsprecher. Dekorieren des Fußbodens, der Wände. Okay. Was könnte ich denn hier für einen Fußboden nehmen? Vorschlag. Voll schräg. So mein. Bisschen assi aus, ne? Der sieht ein bisschen assi aus. Nehmen wir hier so ein. Assi.
Mann, Schreck, sie sehen ja alle ätzend aus. Ätzend. Ätzend. Ätzend alles, ätzend. Alter, 45.000 Glocken, ne? 45.000! Wenn das mal jetzt keinen Umsatz bringt, dann weiß ich aber auch nicht, doch. Viel zu viele, wa? Es hat trotzdem nicht gereicht. Der hat das irgendwie nicht genommen. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich das ja nochmal ändern bei Gelegenheit. Aber jetzt muss ich das erstmal so lassen. Zack, Schlafenrunde, komm. Lieferung ist eingekommen, jawohl. 23.000 plus, das ist schon mal gut. Dann muffel ich mal eine Runde. Dann zocke ich eine Runde. Dann gucke ich noch eine Runde Fernsehen. Und dann sagen, schlafe ich noch eine Runde, oder? Ist Dienstag früh. Lieferung ist eingetroffen von Bluestone. Sehr gut. 24.000 Gewinn. Auch nicht schlecht. Ich esse erstmal noch eine Runde. Fernsehen und dann Dienstag, verdammt, ich muss eigentlich, naja, jetzt machen sie ein bisschen, wenigstens ein bisschen Gewinn. Das Bekleidungsgeschäft, ah, Innenausstattung ist sofort gestiegen, krass. Was macht eigentlich hier mein Personalleiter, Mitarbeiter zuweisen? Garfield Martinez. Martinez. Zufriedenheit 100%. Kann ich die nicht auch ausbilden hier noch weiter? Kundendienst und die Fähigkeit trainieren? Macht das nicht auch der Personalleiter? Aber wieso macht er denn da nicht? Ja, hab ich ja. Ja, genau. Ach so, Training ist langsamer, aber günstiger. Und die Arbeiter können trotzdem weiter ihre Aufgaben erledigen. Alles klar, okay. Dann lass ihm das doch nebenbei machen. Ist doch genau richtig. Genau. So, ich werde mal noch mal ein bisschen einkaufen. Ach, ist noch geschlossen oder was? Wann ist denn das offen? In 2 Stunden erst. Ach, du ahnst es nicht. Ey, ich muss jetzt eigentlich. Muss ich sehen, dass ich
da endlich die nächste Sache abschließen, nämlich ins Casino kommen. Weißte? Weißte, weißte, weißte? Obwohl, ich könnte eigentlich auch. Oh, könnte ich auch noch eine Runde Geschenke laden? Was spielst du hier? Road to Woodstock. Könnte ich eigentlich. Kundenservice. Wieso ist denn der Kundenservice schon wieder so schlecht? Verkehrsindex. Ja, gut, der ist Schrott hier. Der ist echt Schrott. Wieso, wieso, wieso ist der Kundenservice da noch so schlecht? Das gefällt mir gar nicht. Kundendienst 50%, ist ja gar nichts. Eigentlich brauche ich gar nichts hier bei der, oder was? Eigentlich. Ich würde sagen, Verkehrswert 11, ist ja gar nichts. 23, 10. Geschenkeladen, habe ich hier noch einen vernünftigen Einzelhandel? Verkehrswert 44. Verkehrswert 10, ist ja gar nichts. Verkehrswert 44. 16, ach du Schande. Einzelhandel 33. Café, oh, du hast ein Café. 1000 Quadratmeter Café, 42er Verkehrswert, okay. Was haben wir da? Einzelhandel 49. 21, 47, 33. 41 in der First Avenue. 47, okay. 10. 1000 Quadratmeter, das ist natürlich heftig. U-Bahn-Station brauche ich jetzt nicht. 74. Ach, das ist ein Büro. 32. Bürobedarf. Da oben ist auch eine Tauschstelle, okay, gut zu wissen. 23. 55, das ist auch nicht schlecht hier. Und der Second Avenue, was haben wir da? Supermarkt. 53. 50, auch nicht schlecht. Ein kleiner Laden hier, eine 4th Avenue. Was hat der? 225 Quadratmeter. Und was hat der? Auch 225. Und der hat 225. Hier unten war noch ein großer, ne? 1000 Quadratmeter. Gut, das ist ganz schön krass. Den brauche ich jetzt nicht. Nur schrägs.
Was sagst du dazu? Was hat der hier überhaupt? Der hat einen 40er Verkehrswert. Okay. Okay, aber eigentlich... Wie kann man den auch noch weiter aufpushen? Der ist auch noch viel zu klein. Was haben wir da? Möbelhaus, Luxushaus, okay. So, wo bin ich denn hier? Da bin ich. Eigentlich könnte ich noch eine Runde schlafen. Was soll der Geiz, ne? Oder was sagst du, Schrecks? Ich kann mich auch mal richtig ausschlafen, oder was? Was sein muss, muss sein, ne? 25.000 gewinnen. Wunderbar. Und trinken, dann eine Runde zocken. Dann eine Runde Fernsehen gucken. Dann noch eine Runde trinken. Gut, kriegen wir hin. Das ist schon wieder 17 Uhr. Wir werden nochmal schnell ein bisschen einkaufen. Ist ja quasi hier um die Ecke jetzt. Wieso gibt es denn hier keine Getränke? Sag mal, was ist das denn für ein Saftladen? Hey, ganz ehrlich, was soll das denn? Geht aber gar nicht. So, oh, was könnte ich denn jetzt vor Schreck noch machen? Eigentlich könnte ich, und das mache ich auch, ja, Laden einrichten. Ey, das ist ja doof. Das ist ja doof, das will ich nicht. AJ Patterson. Nee, ich will ja quasi... Hä? Sanne. Ich hab doch aber noch die zweite. Da, sag doch, war doch da. Verdammt, hab ich mich vertan. Ah, scheiße. Viermal noch Kleiderstände dazu. Brauche ich da noch irgendwas? Eigentlich könnte ich auch noch zwei Schmuckvitrinen da reinstellen, würde ich mal sagen, ne? Im Klamottenladen, Schmuck verkauft sich doch immer ganz gut. Meinst du nicht? Doch, ne? Ah, 23 Scheine kriegen wir hin. Was soll der Geiz? Einkäufer, Einkäufer. Schmuck. Ich brauche auch Schmuck.
preiswert der Schmuck. Eigentlich wollte ich teuren Schmuck haben. Wieso hat der denn noch das da schon wieder nicht drin? Das verstehe ich ja schon wieder gar nicht. Hä, du Dreck, warum hast du denn jetzt hier schon wieder keinen? Schlaf mal eine Runde bis 2 Uhr nachts. Ich muss im Laden was umbauen. Neue Nachricht von Jet Cargo. Wir konnten Paperback-Kisten oder Kisten nicht zuladen. Ach, wieso das denn nun schon wieder nicht? Okay. So. Taxi, wo bleibst du, Mann? Jetzt muss ich hier mitten in der Nacht rumlaufen und mich von Autos anfahren lassen. Alter, gibt's denn sowas? Das gibt's ja wohl nicht. So, besser ist auch.
Hat auch was, würde ich sagen. Ich gebe hier gerade so viel Geld immer zu aus. Ich komme irgendwie nicht auf meine 250.000. Voll doof.